Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 26. Jetzt gehe ich hier zum Fridelianum und treffe mich mit dem Kunstverein Advanced, weil es gibt heute die Führung der Documenta Außenwerke. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da filmen kann, weil es sind ja auch Personen dabei, geht ja auch um Datenschutz. Aber ich gucke mal, ob ich das ein oder andere aufnehmen kann. Dann bis später und liebe Grüße von der Documenta. Ciao, ciao. Und wie gesagt, kommt nach Kassel. Die er mit aktuellem Tagesgeschehen und unterschiedlichen Themen immer wieder bespielt. Hier hat er in Kassel mehrere Auftritte. Einmal oben vor dem Hauptbahnhof auf dem Boden, da sind sie vielleicht schon drüber oder dran vorbeigelaufen, wo er eben unterschiedliche Zitate aus Zeitungen oder einfach seine eigenen Kommentare liefert. Und hier beschäftigt er sich mit den unterschiedlichen. Wandgemälde geht es um die Abwesenheit von Nahrung, denn da werden Hungersnöte thematisiert oder Filme besser gesagt. Und hier geht es aber tatsächlich um einen sehr praktischen Ansatz, denn hier wird ermittelt, wie weit Nahrung dafür dient, kollektive Prozesse anzustoßen und eben auch Lernprozesse. Denn hier soll der Idee nach 100 Tage lang 100 unterschiedliche Gerichte gekocht werden. Die Frau des Künstlers hat vorher eine Liste veröffentlicht, in der man sich eintragen konnte, und so kann man eben entweder nur dazukommen und schnippeln oder eigene Gerichte einreichen. Ich weiß nicht, ob der schon losgegangen ist.